Also herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass ich da auch noch 30 Minuten etwas über die Relevanz von Open Source sprechen kann. Ich bin mir sicher, zur Zeit, als Matthias mit Open Source begonnen hat, haben die meisten in dieser Thematik die Haare getragen wie der Herr von Biel. Etwas länger, wenn ich jetzt da von hinten ins Publikum sehe, ist die durchschnittliche Länge massiv zurückgegangen. Es gibt auch ganz extreme Beispiele. Wir sind also alle etwas erwachsen geworden. Den Matthias habe ich auch gegoogelt, er hat leider immer kurze Haare gehabt. Sonst wäre er da auf dem Bild. Die Thematik, die ich gewählt habe, die tönt etwas gegen Banken. Wenn es Bankvertreter hat oder aus dem Finanzsektor, nehmt mir das nicht übel, das war nicht Absicht. Aber zuerst möchte ich starten, ganz kurz ein Slide über SUSE. SUSE steht für Software- und Systementwicklung, ein deutscher Begriff. Die Firma wurde gegründet in Nürnberg. Es war die erste Linux-Distribution, die im Enterprise-Segment aktiv wurde. Die SUSE hat auch schon mit IBM zusammen vor 15 Jahren große Hostmaschinen mit Linux bestückt und ist heute sicher einer der zwei größten Anbieter am Schweizer Markt oder auch im globalen Markt. Wir setzen unsere Enterprise-Linux-Distribution vor allem bei hochkritischen Anwendungen ein, haben aber natürlich auch das Open-Linux. Wir haben sogar Partner hier im Haus, die sich fast ausschließlich mit Open-Linux beschäftigen. Das kann jeder downloaden, kann es benutzen for free. Die Enterprise-Edition, die ist entsprechend mit einer Subscription bedeckt, damit der Kunde Wartung hat auf den Produkten. Der Erfolg der SUSE und auch der Wettbewerber im Linux-Geschäft ist aber nicht nur von SUSE abhängig, sondern auch vom starken Wachstum in diesem Bereich. Wir durften in den Jahren ab 2010 massiv Sun-Systeme, also Solaris, ersetzen durch Linux. Dann kam die HP-Gemeinde mit dem HP UX, die entsprechend nach Linux transferiert hat und früher als gedacht auch IBM-Kunden, die ihre AX-Applications auf eine Open-Source-Plattform transportieren. Also ein toller Erfolg, wenn man das ansieht. Jetzt die eingehende Bemerkung bezüglich Banken. Ich lese praktisch wöchentlich, dass Banken oder Finanzinstitute systemrelevant sind. Ich möchte Ihnen aber in meinen 30 Minuten aufzeigen, dass es etwas gibt, das etwas mehr systemrelevant ist. Wenn wir alle nach Hause gehen, dann stehen nicht nur die Banken, sondern dann steht die Logistik, dann gibt es kein Food, dann gibt es gar nichts. Als Snapshot mal einfach ein Bild unserer Kunden rein hier in der Schweiz. Es hat aber auch noch zwei, drei Österreicher, die wir betreuen, drauf. Gigantisch, was da in den letzten 10 Jahren alles auf ein Open-Source-Betriebssystem gemoved hat. Ich möchte das aber anhand von 3 Prozessketten aufzeigen. Wir haben heute über die ganze Kette von der Produktion von Gütern, sei es von Beton, sei es von Sanitärprodukten, sei es von elektrischen Geräten, diese Kunden haben ihre hochkritischen Systeme, ihre Produktionssysteme heute auf einem Linux-System tragend. Panalpina, die ganze Transportlogistik, ihre Server ebenfalls hochkritisch auf Linux. Die Post, das kann mir der Vertreter sicher bestätigen, die haben beide Farben drin, rot und grün, arbeiten sehr erfolgreich. Jedes Paket kommt irgendeinmal an einer Linux-Maschine vorbei. Und das funktioniert einwandfrei. Dann das Symbol von der Zollverwaltung. Das ist eigentlich ein Synonym auch für die anderen Departemente des Bundes. Das ganze Bundesamt für Informatik, EJPD, BBL, BBL und auch natürlich die LSVA. Das läuft alles über Linux-Betriebssysteme. Dass man sich das vorstellen kann, die
Steuern, die uns allen zugutekommen aus dem Transportwesen. Im Moment sind es etwa 2,5 Milliarden. Da haben wir 50.000 Lastwagen im Schweizer Markt. Sie haben die sicher schon gesehen, die kleinen Kästchen, die Sie vorne drin haben, die werden mit Open SUSE betrieben. Also bezahlt die Mehrwertsteuer keinen Franken an SUSE. Leider, aber funktioniert. Und zwar diese Kästchen, die werden designt, die werden ingeniert, das Betriebssystem geladen und die haben nachher keinen Kontakt zum Internet, zum bösen, virenverseuchten Internet. Aus diesem Grund reicht es absolut aus, wenn ich ein Betriebssystem sicher einbaue und entsprechend so betreibe. Die Daten aus den Lastwagen, die werden nicht, wie immer fälschlicherweise angenommen, von diesen Kamerastationen auf den Autobahnen aufgenommen. Die haben eine ganz andere Funktion, sondern die Zollverwaltung hat 500 Daten-Collection-Systeme, sogenannte MOB-Server. Und diese mobilen Server, die stehen in den Garagenbetrieben und lesen die Kilometerstände der Lastwagen aus. Und so wird dann die Verrechnung über das Bundesamt für Informatik prozessiert. Die anderen Stationen über den Autobahnen, die haben einen anderen Grund. In Deutschland bezahlt der Lastwagen pro gefahrenen Autobahnkilometer seine Abgabe. In der Schweiz ist es völlig egal, ob er die Kilometer auf der Landstraße oder auf der Autobahn fährt. Es nützt also in der Schweiz einem Lastwagen nichts, wenn er die Autobahn verlässt und dann irgendeinen Umweg durch ein Dorf fährt. Das ist sehr positiv aufgesetzt und die Messstationen auf der Autobahn, die machen nur eine Plausibilitätskontrolle. Also ist der Lastwagen richtig deklariert, hat er keinen Hänger oder hat er einen Anhänger montiert? Oder wenn ein Lastwagen in Genf in die Schweiz kommt und in Schaffhausen rausgeht und 80 Kilometer reportet, weil er eine Abkürzung gefunden hat, dann werden diese Stationen von der Autobahn reagieren und sagen, diesen Lastwagen habe ich in Bern gesehen und ich habe ihn auch registriert in Zürich. Das ist schlicht unmöglich. Also daher auch diese Kontrollstellen. Auch im Hintergrund, nicht zu unterschätzen, die ganzen Versicherungen, die Sachwerte und auch Personenschützen, die für den ganzen Wertefluss zuständig sind. Da sind gewaltige, riesige Serverinfrastrukturen, die da hochsicher betrieben werden. Eine SwissRe macht im Moment sogar bereits erste Gehversuche oder erste Projekte mit Open-Source-Software, um das Verhalten von Menschenströmen zu analysieren, ob in einem Land oder in einem bestimmten Kontinent die Risiken steigen oder ob sie eher zurückgehen. Also mit der Auswertung von Massendaten. Zweites Beispiel. Ich glaube, wenn ich vor 20 Jahren gesagt hätte, ich werde mal irgendwo ein Kernkraftwerk mit Open Source betreiben, hätten alle nur den Kopf geschüttelt. Das sei unmöglich bis verantwortungslos, heute ist das Tatsache. Wir haben in der Schweiz Kernkraftwerke, die betrieben werden. Wir haben die ganze Stromverteilung, die betrieben wird. Und auch das ganze Management, wie das Strom abgerechnet wird und wie die Spitzen ausgeglichen werden. Dann haben wir natürlich dazwischen wieder in dieser Wertschöpfungskette die Sicherheit, die unser Land sehr stark auszeichnet. Wir haben Polizeiorgane, die heute praktisch ausschließlich oder größtenteils auf jeden Fall mit Open-Source-Software fahren. So Kantonspolizei, Kanton Aargau, eine große Anzahl Server, auch weitere Kantone, auch in der Westschweiz natürlich. Und die Stadt Zürich, die ebenfalls bereits im SAP-HANA-Bereich SUSE Linux einsetzt. Dann, um die Finanzindustrie doch noch zu loben, oben rechts. Die Schweizer Börse wird heute ausschließlich über SUSE Linux Server betrieben. Das sind höchst kritische Umgebungen, das ist fast noch schlimmer wie ein Kernkraftwerk. Die Slots, die man da hat, um einmal einen Server überhaupt zu berühren oder ein Betriebssystem neu zu starten, da gibt es einen Slot, einmal im Jahr und das Zeitfenster ist unheimlich kurz. Und es ist ein Sonntag.
Auch der ganze Zahlungsverkehr, jede Transaktion, die Sie irgendwo mit Ihrer Kreditkarte auslösen, das läuft alles über die hochsichere Infrastruktur des SIGS. Im Gesamten sind das in etwa 1200 Server, physikalische Server, also nicht nur virtuelle Instanzen. Dann noch ein Beispiel, das ich eigentlich als Hauptthema ursprünglich anfokussiert habe, was man sich selten bewusst ist als hochkritischer Prozess. Sämtliche vier großen Retail-Anbieter in der Schweiz haben ihre komplette Infrastruktur auf SUSE Linux aufgebaut. Die Manor innovativ, die baut ihre Kassen selber in Österreich, hat ein Open SUSE drauf, also macht das Engineering selber, braucht keine Wartung, hat die Kosten sehr, kann die Kosten sehr tief halten und hat ihre eigene Kasse. Die Coop und Migros, da sprechen wir von etwa 40.000 Enddevices, die sie alle jeden Tag mal brauchen, um ihre Einkäufe abzurechnen. Das ist eine hochkomplexe Infrastruktur, die keine einzige Minute stehen kann, sonst bricht Chaos los. Alles, was sie kaufen, wird entsprechend über die Branch-Server. Eine Migros hat als Beispiel 1000 Ladengeschäfte, das heißt 1000 Branch-Server, die entsprechend ihre Kassen wieder versorgen und managen, in Realzeit die ganzen Daten zurückliefern an die Logistik, so dass jeder Laden am nächsten Tag mit exakt diesen Gütern beliefert wird, die sie eigentlich dem Laden einen Tag zuvor ausgekauft haben. Also unheimlich automatisiert. Es gibt auch Lösungen bei den Retailern, dass eine Kasse jede Nacht für einen Tag das Betriebssystem bekommt, aus Sicherheitsgründen. Weil wenn Sie 15.000 Devices haben in einer hochfrequentierten Umgebung, da ist die Gefahr natürlich groß, dass irgendjemand mal einen USB-Stick einstecken kann oder eine Kasse manipulieren. Deshalb, die Kassen kriegen jede Nacht, wenn sie schlafen, das Betriebssystem, um am nächsten Tag wieder 12 Stunden zu funktionieren. Und dann kommt das wieder runter. Wie das funktioniert oder was da alles für Tätigkeiten vorhanden sein müssen, um das überhaupt zu bewerkstelligen. Ich muss in der Zentrale Images bauen können, die am nächsten Tag ausgerollt werden, die absolut präzise sind und gegen sämtliche Viren eigentlich geschützt. Und ich wünschte mir, Sie könnten alle mal in Dirikum, das ist bei Luzern, in die Betriebszentrale gehen, in denen die Post steht übrigens für Point of Service Devices, in der die Migros ihre Post-Devices pflegt. Das ist die Größe einer Turnhalle. Für jede Region, die die Migros hat, hat es etwa 10 Kassen, die ständig in Betrieb sind und natürlich verlinkt mit den anderen Kassen, so dass Fehler in irgendeiner Genossenschaft sofort registriert würden und gehandelt werden kann. Und eine ganze Insel betreibt die Migros eine Woche im Datum voraus. So dass, wenn Sie sehen, es gibt irgendwo einen Bug, der mit einem Datum zu tun hat, hat die Migros eine Woche Zeit, um zu analysieren, welchen Einfluss das Datum hat und entsprechend das Ganze zu fixen, bevor sie das im Ladenlokal spüren. Also eine gewaltige Logistik. Dann, jetzt habe ich natürlich meistens oder fast immer über das Betriebssystem gesprochen. Die SUSE Linux ist Spezialist für die Entwicklung von Linux-Betriebssystemen. Wir machen aber zusätzlich noch den SUSE Manager. Das ist ein Werkzeug, mit dem ich vollautomatisiert Patches ausrollen kann. Und auch wichtig für große Kunden, ich kann Reportings ziehen, angenommen oder Analysen ziehen. Angenommen, es kommt ein neuer Virus irgendwo in Umlauf, dann kann ich auf einen Knopfdruck sagen, ich möchte sofort meine ganze Serverinfrastruktur analysieren und ich will einen Auszug, welche Maschinen kritisch sind und welche Maschinen sofort mit welchem Patch beliefert werden müssen. Also ein sehr starkes Werkzeug, sobald ich mehr wie 30, 40 Server überhaupt betreibe.
Das neue Produkt, das wir aber vor einem Jahr announced haben, in dem wir auch vor allem eine Zukunft sehen, wie wir mit Open Source künftig noch stärker in den Markt reinkommen können, ist Software Defined Storage. Das Thema ist eigentlich genau dasselbe wie im Linux-Bereich. Früher hatte ich eine große Maschine und ein spezialisiertes Betriebssystem, welches in der Lage war, die Ressourcen dieser gewaltigen Maschine optimal zu betreiben. Aber da gab es ein HPUX, da gab es ein AX, da gab es ein Solaris und VMS gab es, ganz tolles Betriebssystem, Ultrix gab es, tolles Betriebssystem. Und mit dem Linux-Zeitalter haben wir eigentlich die Hardware standardisiert, wir haben eine x86-Architektur und ich kann die betreiben mit einem Standardbetriebssystem, unabhängig, welcher Hersteller diese Maschine gebaut hat. Im Storage-Bereich gehen wir in dieselbe Richtung, dass der Kunde nicht mehr für Low-Cost oder, nee, Low-Cost ist der falsche Begriff, für nicht kritische Daten, sei es Backup, sei es Archivierung, dass er da nicht die teuren großen Maschinen braucht, die auch im Unterhalt sehr kostspielig sind. Da wollen wir einsteigen und für solche Aufgaben mit Standardboxen, x86-Maschinen ausgerüstet mit 2-3 Disk-Systemen, entsprechend diese Arbeiten viel günstiger abdecken können. Das ist die nächste Stoßrichtung und zu unserer Überraschung konnten wir da bereits Preise gewinnen, weil die Software sehr innovativ und sehr effizient arbeitet. Als die Frage, die ich anfangs gestellt habe, ist Open Source heute systemrelevant? Sie kennen es aus Ihren Applikationen. Ja, absolut, keine Diskussion. Wenn wir alle unsere Open Source abstellen, dann wird das relativ schnell wahrgenommen, hundertprozentig. Wir sind in einer systemrelevanten Branche. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen zu meinen Ausführungen? Dann gebe ich auch den Stift zurück. Danke. Ja. Was mich jetzt interessieren würde mit dem Point-of-Sale-System, was ist der Grund, dass Sie die, wenn ich die schon jeden Tag neu deployed, warum überhaupt noch ein Image schreiben? So wie ich es verstanden habe, ist es nicht network gut in dem Fall. Das neue neue Deployment hat reine Sicherheitsgründe. Da gibt es nicht das andere Image einen Tag später. Ein System-Upgrade auf Postsystemen ist äußerst teuer, weil ich so viele Systeme habe. Ich kann leider die Zahl nicht nennen, was das eine Migros kostet, wenn Sie von einer Betriebssystemversion Ihre ganze Umgebung auf die nächste Version setzt. Aber das sind gigantische Beträge. Rein internes Engineering, Anpassung der Applikation, Anpassung Logistik-Applikation. Nein, die Kasse wird einfach wirklich auf denselben Punkt wieder installiert, den sie 24 Stunden vorher hatte. Das kapiere ich, aber warum bootet ihr nicht auf Netzwerk? Dann könnt ihr euch das sparen. Warum die Verteilung über den Branch-Server? Nein, warum wird das Image geschrieben? Also ich kann einen puren Boot machen ohne ein Disk-Image, einfach übers Netzwerk booten. Das könnte ich nicht sagen. Okay. Das Booten passiert aber in der Regel über den Branch-Server. Der Branch-Server beliefert das POS-Device. Okay. Und das ist die effizienteste Art, wie wir das im Moment machen können. Was auch eine Schwierigkeit ist, gerade bei großen wie Migros, viele Ladengeschäfte haben eine schlechte Anbindung ans Internet, weil sie unter Umständen auch abgelegen sind. Hat aber mehr eigentlich das Problem vom Betrieb her. Das klingt zwar toll, wenn wir das Betriebssystem ausgeliefert haben, läuft die Kasse, aber wir haben die Erfahrung gemacht, wenn das Netzwerk abfällt, kann der Kunde leider nicht online zahlen. Und dann haben wir nichts gewonnen. Ja, ist auch passiert vor etwa 2 Jahren um die Weihnachtszeit beim Hochwasser. Konnten die Migros zwar ihre Kassen betreiben, aber kein Inkasso machen. Ja? Danke für die Ausführungen. Was mich jetzt noch so interessieren würde, bei SUSE, dort steht Office-Zentrum Zürich Airport. Wie groß ist SUSE in der Schweiz? Das kann ich mir darunter vorstellen. Da können sich etwa 10 Leute vorstellen. Also wir sind 10 Leute für Alps.
Ich bin verantwortlich für diese beiden Länder. Wir haben gewisse gescherte Ressourcen, die wir teilen. Da sind wir 7 Leute, die wirklich nur explizit für diese beiden Länder arbeiten. Und zusätzlich habe ich etwa noch 5 Ressourcen in Nürnberg, die das SUSE Customer Center betreuen und Fragen beantworten, wenn ein Kunde seine Subscription managen will. Und dann haben wir noch Backoffice in Irland. Das sind vor allem Menschen, die sprechen alle Deutsch. Das ist eine tolle Erfahrung. So funktioniert Irland. Das sind Leute, die vor allem Vertragserneuerungen machen. Aber der Kunde spürt das praktisch nicht. Er ruft in unser Airport Office an. Aber dann machen die Kunden viel selber. Zu wenig Leuten. Ja, wir sind eine Verkaufs- und Pre-Sales-Organisation. Also wir haben 3 Engineers, die dem Kunden helfen, irgendwelche Lösungen aufzubauen. Aber wir arbeiten in einem sehr engen Gefüge mit Deutschland, als sogenannte Central Europe-Organisation. Und die Central Europe-Organisation, da sind wir etwa 60, 70 Leute. Auch der Leiter der ganzen Central Europe Pre-Sales Engineering Gruppe, der sitzt auch in Zürich. Weitere Fragen dazu? Perfekt. Danke. Dann